Es ist einfach sehr schön, mit den Menschen, die in diesem Netzwerk arbeiten, Gedanken auszutauschen, Gespräche zu führen und einen Tag auch in einer lockeren Atmosphäre verbringen zu dürfen. Ich bin seit Beginn an bei der Convention, war die ersten Jahre in Deutschland und der Schweiz und jetzt seit 14 Jahren, glaube ich, haben wir es jetzt in Österreich. Es ist die Veranstaltung im Jahr, wo ich am meisten profitiere. RE/MAX Austria startet das neue Jahrzehnt mit, wie sollte es auch anders sein, der Convention. Diesmal stand alles unter zwei wichtigen Hauptthemen. Zum einen das Ziel 2024. Wir erwarten auch 2020 ein sehr gutes Immobilienjahr. Die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr gut. Ein historisch niedriges Zinsniveau, eine sehr gute Nachfrage nach Immobilien aufgrund fehlender alternativer Geldanlagemöglichkeiten. Und wir haben einen ganz, ganz klaren Zugang, einen genauen Plan. Wir wollen im Jahr 2024 erstmals 100 Millionen Euro Honorarumsatz tätigen. Wir sind überzeugt, dass das möglich ist, mit Mut, Innovation, unserem neuen Kundenerlebnis und dem Einsatz und dem Engagement unserer Mitarbeiter wird uns das auch gelingen. Zum anderen das wichtige Thema der Digitalisierung der Branche. Passend dazu läuft das digitale Angebotsverfahren DAVE nun erfolgreich seit über einem Jahr. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wir sehen, dass die Makler und Kunden DAVE extrem gut annehmen. Wir haben mit DAVE ein neues Tool auf den Markt gebracht, das einfach hilft dabei, bei der optimalen Preisfindung für Immobilien einen transparenten Preisfindungsprozess zu etablieren. Und wir haben jetzt gesehen, nach einem Jahr, dass es wirklich sehr, sehr gut am Markt draußen angenommen wird. Der Tag war prall gefüllt mit Wissen und Information. Neben Top-Speakern wie dem ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling und dem Wiener Philharmoniker Christian Gantsch liefen wieder in den Tagungsräumen parallel 12 Workshops, um sich abzudaten. Einer der Gründe, warum das Netzwerk so erfolgreich ist. Es sind immer Top-Speaker da, Motivationsvorträge, Vorträge, was ist wichtig in der Zukunft, wie können wir besser werden. Jetzt ist ein großer Schritt in die Zukunft und wir werden ein enormes Wachstum hinlegen, ein weiteres Wachstum. Man kann sich nur intrinsisch motivieren, das ist die beste Gelegenheit dafür und es ist auch die beste Gelegenheit, seine Kollegen zu treffen, sich auszutauschen und neue Pläne zu schmieden. Die Zusammenarbeit mit sehr vielen Kollegen durch Gemeinschaftsgeschäfte, also du bist nicht alleine, du hast immer Zugriffe auf Infos, was du holen kannst von erfahrenen Kollegen. Es gibt immer noch Luft nach oben, Verbesserungspotenzial für sich selber, für das Netzwerk, für das Büro. Man nimmt jedes Mal sehr viel mit, dass man dann versucht, möglichst gut und effektiv umzusetzen daheim. Ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren hierzu ist einfach das stringente Handeln und das konsequente Umsetzen der Leitmotive, für die RE/MAX steht. Ja, und dann, wenn es draußen dunkel wird und sich alle in ihre feinste Abendroben geschmissen haben, dann beginnt die Night of the Stars samt Dinner und Show. In diesem Jahr wurde neben der gewohnten Charity von Edi Real auch wieder ein Brillant verlost. Einfach, weil wir die Zusammenarbeit für brillant halten und hoffen, dass das mit Sicherheit auch ein brillanter Makler gewinnt. Gewinner gibt es bei RE/MAX viele. In verschiedenen Kategorien werden die Franchise-Nehmer ausgezeichnet, vom kleinen bis zum überragenden Erfolg. Das war die RACON 20.